Start to Drive Electric ist das Motto von Volkswagen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Eventreihe hier aus dem Drive Volkswagen Group Forum. Wir nennen es mal kurz Drive. Auf über 4000 Quadratmeter mitten im Herzen Berlins zeigt der VW-Konzern mit seinen 12 Marken die elektrische Zukunft. Da gibt es viel zu entdecken und ich nehme euch jetzt mit. Los geht's! Mit neuen Technologien ist es nicht immer so einfach, die haben es immer schwer, da sind die Leute sehr skeptisch. Das war beim Fernseher so, das war beim Handy so, inzwischen hat ja jeder von uns eins. Aber das ist auch bei den Elektroautos so und das verdeutlicht diese Hockeyschläger ganz gut. Man braucht wirklich eine lange Eingewöhnungsphase und dann gibt es den Moment, da geht es dann voll ab. Und wir sind jetzt ungefähr hier, also es geht jetzt los. Ah, meine absoluten Lieblinge! Schnellladesäulen klingt verrückt, aber viele denken ja, man muss stundenlang warten. Das ist gar nicht der Fall. Mit diesen schnellen Ladesäulen überall in den Autobahnen wartet man oft nur ein kleines Päuschen, Kaffee trinken, frisch machen und dann geht es auch schon wieder mit vollem Akku weiter. Das ist schon echt genial. Ah, und hier ist so ein erster Entwurf vom ID3, oder? Das ist ja cool. Das ist das Schöne, ne? Wenn man hier einfach so Dinge ausprobieren kann. Und? Von wegen Elektromobilität macht keine Geräusche. Das klingt doch ziemlich cool. Außerdem ist es kein Gaspedal, sondern ein Strompedal. So heißt das ab sofort. Die Akkus, die Akkuzellen, der Elektroantrieb. Geiles Gerät. Und Volkswagen hat hier also praktisch ein modulares Konzept gestaltet. MEB heißt das, um genau zu sein. So kann man also verschiedene Fahrzeugtypen daraus machen, über verschiedene Marken des Konzerns hinweg, in großen Stückteilen produzieren. Und so wird Elektromobilität für alle bezahlbar. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Ja, da ist er, der ID3, der große Start in die Elektroauto-Offensive des Volkswagen-Konzerns. Das Auto wurde von Grund auf als Elektroauto konzipiert. Und ich kann euch sagen, ich bin mit dem schon mal gefahren. Der macht echt unglaublich viel Spaß, zieht gut und auch im Innenraum zwar modern, aber jetzt nicht zu übertrieben. Ich freue mich drauf. Frau Scheinert, Sie leiten das Drive. Jetzt ist ja der Schritt in Richtung Elektromobilität schon ein ganz schön großer. Manche haben auch Berührungsängste. Wie bringen Sie das Thema hier den Menschen rüber? Um diese neue Antriebsart gibt es natürlich viele Fragen, viele Mythen und natürlich auch Unsicherheiten. Und wir wollen das hier mit Start to Drive Electric versuchen, diese Unsicherheiten abzubauen, die Fragen zu beantworten. Wir verstehen uns als Wegbereiter für diese neue Antriebsart, ja. Und wie wir uns hier präsentieren, das soll sehr anfassbar, nicht distanziert, sehr nahbar, natürlich auch erlebbar sein, aber vor allen Dingen eins, nämlich sehr, sehr unkompliziert. Ah, Dinge zum Ausprobieren finde ich immer super. Treibe ich das jetzt an mit Strom? Also den finde ich ja total genial, oder? Und das ist auch kein Umbau. Sondern der ist so auf den Markt gekommen. Schon in den 70er Jahren hat VW die ersten Elektromodelle auf den Markt gebracht und da war das mit der Batterie alles noch ein bisschen anders. Hier gibt es ja wirklich einiges zu sehen. Es gibt aber auch viele Fragen, die sich dann stellen und da planen Sie auch was. Was kommt auf uns zu? Ja, das ist richtig. Elektromobilität als sehr, sehr vielschichtiges, öffentlichkeitsinteressiertes Thema bietet sich natürlich an für eine ausstellungsbegleitende Veranstaltungsreihe. In der wir in Dialogforen, in Diskussionsrunden, in Podiumsdiskussionen oder auch in Interviews einige ausgewählte Themen einfach näher anschauen und so Fragen beantworten und vertiefen. Und jetzt kann man ja hier, wenn man in Berlin unterwegs ist, einfach mal bei euch vorbeischauen. Kann ich dann auch meine Fragen hier stellen, auch wenn gerade kein großes Event ist? Ja klar, jederzeit gerne. Ja. Unser Team ist in jedem Fall da und jederzeit bereit für alle Fragen. Und natürlich auch immer für eine spezielle Führung. Muss ich mal ausprobieren. Ja. Da
das war natürlich nur ein kleiner Einblick. Hier gibt es noch viel mehr zu erleben, aber das macht ihr am besten mal persönlich. Berlin unter den Linden ist die Adresse, gleich um die Ecke beim Brandenburger Tor. Hier ist auch täglich geöffnet. Und wenn ihr jetzt noch mal mehr Infos haben wollt rund um Elektromobilität, vielleicht auch die Termine abchecken wollt, wann hier wieder Events sind, dann schaut mal auf der Webseite vorbei. Da könnt ihr euch auch in den Newsletter eintragen und dann verpasst ihr garantiert nichts.